Damit wieder recht herzlich willkommen wieder zurück auf unserem Kanal zu unserem Projekt 7 Days to Die, Tag 3. Wir sind hier in der letzten Folge, sind wir hier gewesen, haben es hier beendet um 6.35 Uhr. Und wir sind jetzt hier wieder beim Händler, wo wir uns natürlich wieder neue Aufgaben mitholen. Und wir gucken mal, wir machen diesmal mal keine Abholaufgabe, sondern wir beseitigen mal, nee, warte mal, wir haben ja sonst mal beseitige Zombies gemacht. Nee, wir machen diesmal eine Abholaufgabe, so machen wir das. Wir nehmen die hier. I had a job for you. Ist ein Kilometer weit entfernt. Wie sieht denn unser Inventar aus? Inventar sieht soweit ganz gut aus. Das heißt, wir können uns direkt auf den Weg dahin machen. Und schauen mal, was uns da so Schönes erwartet. So, okay. Jetzt sind wir hier angekommen. Sieht aber gar nicht so gut aus. Also ist eine gute Festung. Ich bin mal gespannt, was uns da drin alles erwartet. Da gucken wir jetzt mal gleich rein. Mal gucken, ob wir hier irgendwelche Türen von vornherein öffnen können. Oder ob wir hier eventuell ausgesperrt bleiben. Doch, kommen wir. Okay, cool. Wir gucken uns erstmal um. Ne, wir machen jetzt wieder das so wie beim ersten Mal. Dass wir erstmal wieder hier uns durchlooten. Soweit wie wir können. Wir starten The Mission. So, warte mal, hier sind ein paar Leute, Viecher. Ach so, du bist auch respawned, ja? Du bist jetzt auch auf einmal hier? Okay, gut. Dann gleich jetzt mal auf Wiedersehen. So, was wir machen können, ist, wir können einmal außen rum kurz laufen, um zu gucken, ob wir hier außen noch anderen Stuff haben. Beziehungsweise auch noch andere Zombies, nicht nur Stuff, die uns eventuell überraschen könnten. Ne, weil wir wollen ja keine bösen Überraschungen, sondern wir wollen easy peasy hier durch. So, sollten wir vielleicht auch die ganze Zeit nicht so sprinten, weil wir haben ja jetzt hier wahrscheinlich wieder ein paar Gegner. So wie ihmchen hier. Okay. Okay. Alter, ist aber auch ich, also, ich muss sagen, der Knüppel ist mittlerweile richtig gut geworden. Aber so wirklich gut. So, jetzt gucken wir hier nochmal kurz rein. Haben wir hier noch irgendwie was Schönes wieder? Sieht nicht danach aus. So, das ist alles verriegelt. Da unten liegt noch einer. Auch noch er. Auch noch er. So, kommen Sie mal her. Junger Mann. Junger Mann, kommen Sie bitte. Um einiges mehr aus, als ich dachte. Okay, er hat wirklich eine Menge ausgehalten und er hat aber dabei seine Hand verloren. Ich habe ihn gewarnt. Ist nicht meine Schuld. Also, er hätte ja auch einfach sagen können, nö. Und einfach wieder gehen können. Aber nö, er wollte nicht. So, jetzt gucken wir erstmal wieder hier oben. Hier oben dürften wir ja wahrscheinlich wieder... Surprise, surprise. Achso, jetzt machen wir zwei hier oben. Ach nee, ist klar. Warte kurz. Okay. Das war nicht so clever. Ich dachte, er hält mehr aus, aber okay, ich hatte, also manchmal ist auch, muss auch Glück mit dazu, also ne, manchmal ist es so. Da, wo ich gerade eben noch gefehlt habe mit der Kiste, ist jetzt natürlich besser, dass wir ihn mit zwei Schlägen auseinander gemacht haben. Weil, warum nicht, ne? Warum nicht? So, jetzt ist die große Frage der Fragen, wo ist denn jetzt das Geheimversteck, was wir eigentlich quasi finden sollen? Es gibt ja hier irgendwo Utensilien, also irgendwo muss es ja noch was geben, wo wir für den Händler hingehen sollten. Wo? So, es muss hier unten irgendwo sein. Achso, warte mal, hier unten wird es mir doch angezeigt. Ich bin ja dämlich. Bin ich einfach dran vorbeigelaufen? Ich würde fast sagen, ja. Aber auch nur fast. So, damit haben wir unsere To-Do erledigt und können wieder zurück zum Händler gehen.
Vorher können wir uns aber noch mal ganz kurz gleich noch mal im Inventar anschauen, was wir jetzt alles so haben. Und ob wir was davon schon wieder einsetzen können. Ne, wie zum Beispiel dieses wunderschöne Vehikelbüchlein, was wir wieder lernen können. Oh ja, doch, wir werden uns noch mal was zu essen reinpfeifen. Gut, na dann sage ich jetzt mal, gehen wir einfach jetzt noch mal wieder zum Händler. Da sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mir jetzt gerade gedacht, kurz, weil wir eh an unserem Haus vorbeilaufen, ne, dass wir erstmal zu unserem Haus gehen, bevor wir zum Händler gehen, um uns eine zweite Quest zu holen, um uns hier einmal kurz zu entleeren. Also entleeren meine ich mein Inventar quasi leer machen. So, weil wir haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen was zu essen, haben wir auf jeden Fall noch drinne. Die Schaufel ist auch schön, ne? Wenn wir mal die Schaufel nämlich rausschmeißen und eine davon behalten wir. Eine werden wir zerlegen, weil wir brauchen halt nur eine. Wozu zwei? Und da ist der Abwurf! Da haben wir den Abwurf, Abwurf. Das ist ganz toll. Der Abwurf hier. Und was ich auch gerade gesehen habe, ist, wir können den Knüppel Level 4. Level 4 herstellen. Das werden wir jetzt auch machen. Wir fertigen den jetzt hier mal direkt an. Verändern hier nochmal ganz kurz die Modifikation, die wir ja eigentlich hier drauf hatten. Schmeißen den hier weg. Packen den nach unten, sagen verändern und modifizieren den guten Boy. Gut, aber da war jetzt ein Knüppel 4. Haben uns einmal kurz leer gemacht. Ja, genau. Und gehen jetzt erstmal wieder Richtung Händler. Das Wetter ist aber auch hier kacke, ne? Also es ist wie in Real Life. Wobei aktuell haben wir schönes Wetter, muss man auch dazu sagen. Aber es regnet eben halt wie aus Eimern. Es sieht, es ist alles dunkel. Du siehst halt nichts. Und es ist halt einfach unangenehm. Es ist, ich sag wie es ist halt unangenehm. Warte mal, wir wollten... Ich bin dämlich. Ich wollte doch noch die Coins mitnehmen. Damit ich dann eventuell beim Händler mir noch irgendwie Wasser oder irgendwas kaufen kann. Also irgendwas an Flutsichkeiten. Gegebenenfalls eben halt nicht mal direkt beim Händler, sondern bei dem Automaten, der vor dem Händler da steht. Aber dafür brauchen wir Kohle. Und ohne diese Kohle können wir halt nichts machen. So, jetzt ist die große Frage. Da unten haben wir sie. Genau. Ne? So, das heißt, jetzt haben wir alles. Jetzt geht's zum Händler. Dann holen wir uns einen Auftrag und perspektivisch was Neues zu trinken. Okay, jetzt sind wir hier beim Händler quasi angekommen und es hat aufgehört zu regnen. Es ist wieder, es ist ein typisches Aprilwetter, so gefühlt. Ne? Regen, Schauer, alles mit dabei. So, und jetzt heißt es erstmal für uns, wir gucken hier wieder erstmal rein. Schauen erstmal, was der Händler für uns hat, für die Mission. So, Molotow-Cocktails könnte ich mir kaufen. Schrotflinten Messias. Nö, wir nehmen lieber Bücher. Darf ich dein Inventar sehen? Ja, bitte geben Sie mir was Leckeres zu trinken. Eine Suppe, Ausdauerbonus, Wasser, Gesundheit. Ja, eine Suppe wäre jetzt nicht verkehrt, würde ich mal sagen. Ich kann nur eine kaufen, okay. So, die benutzen wir direkt. Das benutzen wir auch, sehr gut. Dann nehmen wir uns natürlich wieder eine neue Aufgabe, die im besten Fall da ist, wo wir auch hin müssen. Wir müssen eigentlich in den Süden. Ich habe jetzt auch nichts, was hier südlich ist. Dann nehme ich doch mal die vergrabenen Vorräte. Okay, haben wir. Sehr gut. So, jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz hier die Automaten an. Damit wir uns hier nochmal ein bisschen Wasser kaufen können. Kann ich aber nicht. Ich kann nur einmal Wasser kaufen? Achso, weil er nur einmal Wasser hat. Dann nehme ich noch den Yucca-Saft. Und zweimal Kaffee kann ich nicht kaufen. Okay, ich kann nur einmal Kaffee kaufen. So, das heißt, als erstes werden wir mal was trinken. So, gut. Dann sage ich mal... jetzt ist die große Frage. Wo gehen wir als erstes hin? Gehen wir zuerst den Loot Drop sammeln oder gehen wir da hinten hin? Ich würde sagen, wir gehen zuerst den Loot Drop sammeln. Den haben wir ja hier auf der Map. Sehen wir den guten Loot... Alter, der ist am Arsch der Welt. Okay. Gehen wir trotzdem dahin, würde ich sagen. Und sehen uns gleich wieder, wenn wir beim Loot Drop angekommen sind. Ach du Scheiße. Okay, wir sind in der Nähe vom Loot Drop, aber wir haben ein großes Problem. Es gibt sowas wie eine Zone, glaube ich.
Also ich glaube, das ist jetzt gefährliches Halbwissen hier bei mir. Es gibt, glaube ich, eine Zone wie diese hier, die ist nicht gut, weil das ist sowas wie der Fallout. Also Fallout im Sinne von A ist uns zu heiß und B sind hier Zombies. Die sind scheiße stark. Daher bin ich mir jetzt echt unsicher, ob das so. Ob das so clever ist, hier hinzugehen. Wie gesagt, das ist nicht. Ich glaube nicht das Beste, wo wir uns jetzt drin aufhalten. Wir nehmen trotzdem alles mal mit und rennen ganz schnell hier wieder raus. Aber sowas von schnell. Weil ich habe keinen Schimmer, wie schnell, beziehungsweise wie aggressiv die Viecher hier drin sind. Ich glaube, die können nämlich A, ratzefatze schnell sein und B, auch ratzefatze aggressiv. Deswegen bewegen wir uns hier ganz schnell wieder weg. Und gehen Richtung Mission, würde ich sagen. Oder, ja, ne, vielleicht. Also, ja. Wir gehen, glaube ich, Richtung Mission. Okay, wir sind jetzt hier irgendwie angekommen. Aber ich kann halt nichts machen. Also, oder soll ich jetzt hier wirklich begrabene Vorräte? Hätte ich vielleicht eine Schaufel mitnehmen sollen? Anders gefragt, kann ich eine Schaufel herstellen? Geht das? Ja. Kann ich. Warum habe ich ja meine Großschreibtaste die ganze Zeit an? Okay, wir fertigen mal eine. Das ist ja natürlich dämlich, dass ich jetzt keine mitgenommen habe. Von denen, die ich eigentlich hatte. Okay, wir starten mal die Mission. Weil irgendwo hier in dem Kreis sollen Vorräte sein. Ich frage mich halt, wie tief muss ich graben? Und wie gründlich muss ich graben? Du näherst dich dem Schatz. Okay, warte, ich näher mich dem Schatz, denn das finde ich ja schon mal nicht verkehrt. 2 hours later. Du näherst dich dem Schatz? Ja, wo denn? Oh, ey, wirklich. Also, nächstes Mal mache ich nicht so eine Grabeaktion. Nächstes Mal machen wir wieder ein Häuschen irgendwie kaputt machen. Also, wieder ein Haus vor Zombies befreien oder so, weil. Wie unentspannt ist denn das bitte? Also wirklich, ist gar nicht mal so schön. Aber gut, gehört halt dazu. Ah, okay, zwei Ladies. Ladies! Hello, Ladies! Und, so. Nur keine Absicht. So, klar. Schatzsuche, Ladies sind immer am Start. Die Ladies, sie wollen auch einen Teil vom Schatz haben. Kommen sie aber nicht. Endlich. Okay, wait. Müssen wir ganz kurz hier raus. Ich habe keine Ausdauer. Ich habe wenig bis gar keine Ausdauer gerade. Aber wir können uns ja trotzdem den Zombies mal annehmen, würde ich sagen. Zumindest so ein paar. Okay. Zombie Nummer 1 ist done. So, kommen Sie her, gute Mann. Sie bekommen ein bisschen was auf die Körper. Auf die Körper, habe ich gesagt. Auf die Körper. So, das ist ja auch durch. So, jetzt immer noch hier die nette junge Dame mit. Ma'am. 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 Ihnen ist also. Also, ihr guckt so ein bisschen das Auge raus. Gut. Würde ich sagen, okay, wir haben die Kiste. Warte mal, was haben wir überhaupt in der Kiste alles drin gehabt? In der Kiste haben wir echt eine Menge drin gehabt. Und zwar hauptsächlich Nahrungsgegenstände, was gar nicht so verkehrt ist. Da gönne ich mir mal glatt ein. Dann würde ich erstmal sagen, bringen wir erstmal den ganzen Kladderadatsch. Wobei, so viel ist es gar nicht.
Nö. Wir können eigentlich direkt zum Händler. Okay, gut. Dann machen wir uns auf zum Händler und sehen uns gleich wieder beim Händler. So, damit sind wir wieder beim Händler. Und geben jetzt erstmal unsere Mission ab. Und dann können wir eventuell ja wieder mit dem gewonnenen Geld vielleicht uns hier wieder beim Automaten ein paar Snacks holen. Eventuell ein paar Getränke. Damit haben wir unsere Tages-To-Dos quasi abgeschlossen. Wir haben zwei Missionen gemacht. Wir haben den Loot-Drop gelootet. Wir holen uns jetzt hier nochmal ein bisschen Koffein. Und könnten jetzt nochmal gucken, ob wir hier irgendwie nochmal so Rationen uns organisieren. Lammration ist auch lecker. Kann ich aber nicht mehr kaufen. Schade. Gut, was machen wir als nächstes? Ich würde jetzt nämlich mal gucken. Also ich will gar nicht mal nach Hause. Sondern wir hatten in irgendeinem Gebiet, hier hinten war das, haben wir nämlich eine etwas größere Stadt gefunden. Da würde ich mal hinwollen, würde ich sagen. Machen wir eine Markierung. Wir laufen jetzt erstmal Richtung Westernstadt, weil die haben wir letztes Mal da gesehen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht in der Westernstadt Nahrung finden. Also Nahrung oder weiteren Loot. Am besten irgendwas zu trinken. Damit wir in der Nacht ein bisschen, sag ich jetzt mal in dem Sinne, kochen können. Das heißt, wir wollen natürlich im besten Fall, wollen wir Getränke sowie alles andere. Also hauptsächlich eigentlich Getränke. Wollen wir natürlich quasi finden und zu Wasser ummodeln. Dann können wir halt auch gekochtes Fleisch machen. Wir können Speck mit Eiern machen. Weil wir haben Eier auch richtig viele gefunden. Wir haben, ich glaube, aktuell 10 Eier bei uns zu Hause. Und wir finden halt auch immer unterwegs nochmal welche Sachen. Ne? Also wir finden ja, wir looten ja auch unterwegs verschiedenste Sachen. Ne? Also wir looten ja die, wie nennt sich das denn? Die Nester. Wir gehen hier die Baumstümpfe nochmal ab, um in der Hoffnung, dass wir Honig draus kriegen. Ne? Weil mit Honig selber ist, wie gesagt, Honig ist der Key. Ich will aber Honig auch nicht, genauso wie hier. Oh yes, wir haben jetzt Honig wieder gefunden. Ich will natürlich aber auch nicht den Honig einfach nur so trinken, weil er hilft uns halt auch bei Vergiftung. Ja? Also gerade bei, wenn wir vom Zombies irgendwie angeklatscht werden, können wir halt von denen infiziert werden. Und Honig hilft uns quasi, ist das natürliche Gegengift zu den ganzen Antibiotika oder sonstiges, die man denn organisieren muss. Von daher möchte ich natürlich das jetzt Honig nicht unbedingt als Nahrungsmittel nehmen für Flutsigkeiten, sondern wirklich nur für Eventualitäten. So, und deswegen gucken wir jetzt in der Westernstadt, ob wir da geilen Stuff finden, wie gesagt, Getränke. Getränke, Getränke, Getränke. Wäre natürlich nicht so verkehrt. Ab und zu finden wir auch Handtaschen. Einfach so, wo ein bisschen Money drin ist. Money, 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 Money! Money! So, okay, das war's jetzt auch. Dann sehen wir uns gleich wieder in der Westernstadt, Freunde. Bis gleich. So, langsam aber sicher sehen wir die Westernstadt. Da, wo wir hinwollen. So, wir haben hier zum Beispiel einen Wasserturm. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, finden wir in diesem Wasserturm, ja auch Wasser. Ne? Wäre ja verrückt, wäre crazy. So, nichtsdestotrotz ist natürlich hier dieses Gebiet, mit Vorsicht zu genießen, würde ich sagen. Weil wir haben hier halt nichts bis dato erkundet. Und wir haben hier auch noch niemanden irgendwen aufgeweckt. Na gut. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Leute aufgeweckt. Wie zum Beispiel Big Mama. Hello, Ladies. Gucken Sie gerne mit Ihrem Köpfchen hier durch. Haben Sie mich gerade geschlagen? Als ob. Wie sie springt. Spring doch nicht. Okay, warte. Muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Big Mama ist vorbei. Die andere glaube ich auch. Haben wir noch jemanden hier in der Nähe? Ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, ich habe jemanden noch gehört. Aber nein, habe ich nicht. Okay, gibt's hier was Leckeres zu trinken? Nee, es gibt auf jeden Fall was zu essen.
Oh ja, hier haben wir schon mal ein bisschen was her. Ich bin überlastet. Ich bin jetzt schon wieder überlastet. Ernsthaft? Ich hätte gedacht, dass wir in den Fässern halt vielleicht noch irgendwie Stuff finden. Das wäre halt Premium gewesen. Aber leider gar nicht. Gut, dann gehen wir mal die einzelnen Häuser soweit durch. In der Hoffnung, dass wir noch weitere Nahrungsmittel... Oh Gott, wir müssen noch bald nach Hause. Ist ja schon 20 Uhr gleich. Gibt's auf dem Turm irgendwas, was wir... Es gibt hier nix! Nix! Ernsthaft? Gar nix? Es gibt hier gar nix. Okay, gucken wir mal beim Sheriff. Beim Sheriff müssten wir ja zumindest sowas wie Munition oder so finden. Okay, hier ist verschlossen. Mal hinten rein? Nö, von hinten? Nein. Okay. Also, zum Sheriff kommen wir... Kommen wir nicht. Okay, wir nehmen jetzt hier noch das Klöchen mit. Und dann müssen wir uns wieder auf den Weg in die Heimat machen. Es geht halt nicht anders, Freunde. Es geht nicht anders. So, okay. Auf geht's Richtung nach Hause. Okay, so, jetzt sind wir da wenigstens zu Hause langsam angekommen. Alter, das war aber auch ein Weg. Ich meine, wir haben zum Glück noch ein bisschen Puffer an Zeit mit eingeplant. Aber meine Güte, das war jetzt aber auch... Das sage ich euch, das war jetzt tricky. So, das heißt, wir können jetzt anfangen zu kochen. Ne, weil wir haben alles. Wir können Speck mit Eier machen. Schöne, gute Speck mit Eier. War sogar zweimal kochen. Zusätzlich haben wir natürlich Getränke. Wir können Wasser herstellen. Water. Zweimal nur. Leider. Ich würde sagen, aber wir nehmen erstmal eine Runde Speck mit Eier. Ich glaube, das bringt uns ganz weit nach vorne, Freunde. Ganz, ganz weit nach vorne. Aber wie viel macht das? Nahrung, Gesundheit, maximaler Ausdauerbonus. Es gibt sogar einen Ausdauerbonus. So, wir haben noch... Oh ja, wir haben noch sehr viele Eier. Das heißt, wir können uns wahrscheinlich... Ja... Speck mit Eiern. Ja. Yeah. Können wir alles machen. Nice. Könnten wir eigentlich uns auch eine gebackene Kartoffel machen? Weil Kartoffeln haben wir doch auch vorhin hier gehabt. Kartoffeln. Wo sind unsere Kartoffeln? Haben wir nicht? Oh, hier haben wir nochmal ein paar Eier. Hier haben wir Kartoffeln. So. Gebackene Kartoffeln. Kartoffeln. Mit Eiern. Können wir nochmal zweimal machen. Sagen wir auch nochmal kochen. Und dann haben wir nichts mehr. Sehr gut. So, das heißt, wir haben den Speck mit Eiern insgesamt 8-mal. 6 Kartoffeln. Wir haben noch 2-mal Suppe. Einmal Dings. Noch eine Suppe. Einmal Thunfisch. Wir haben aber viel zu wenig zu trinken. Leider. Wir müssen halt wieder irgendwie Trinksachen bekommen. Also wir haben 2-mal Honig. Noch mal gucken, ja. Und wir haben einmal Kaffee. Kaffee Olé. Haben wir denn noch, ja, haben wir. Dann könnten wir uns nämlich auch noch mal so einen Tee machen. So einen Goldrutentee, genau. Können wir uns auch noch mal 2-mal machen, genau. Weil ich glaube, der ist nämlich besser als normales Wasser, würde ich sagen. Der Tee. Deswegen stellen wir einmal alles soweit her. Jetzt warten wir erstmal ab, bis alles soweit hergestellt ist. Und dann gucken wir mal, was uns da noch so Schönes erwartet. Ah, so, na okay. Der ist jetzt hier noch weiter fleißig am Kochen. Wir haben aber hier schon mal soweit alles soweit durch. Also was wichtig ist. Was wir jetzt noch natürlich gucken können, ist, ob wir noch Fertigkeitspunkte haben. Wir haben noch 4 Stück. So, was nehmen wir denn? Also wir haben ja jetzt bis jetzt sehr viel auf Stärke gemacht mit dem Prügelpeter, ne? Der braucht Level 10. Was haben wir denn hier noch? Wir brauchen dafür... Eieiei, sehr viele Punkte. Gut, Level 10 werden wir wahrscheinlich nicht hinbekommen. Tippitoppi können wir auf jeden Fall mal nehmen. Und... Hackesel. Weil wir brauchen halt wirklich verschiedenste Sachen. Knüppel Level 5 können wir mittlerweile machen. Ja, würde ich schon mal sagen. Nehmen wir hier, verändern wir das Ganze mal. Nehmen hier den Mod raus. Und verabschieden uns von diesem wunderschönen Knüppel, indem wir den einfach zerlegen. Und machen uns einen neuen. Holzknüppel, weil Level 5. Hallo? Level 5 ist genau das, was wir brauchen. So, jetzt können wir natürlich nochmal ein bisschen gucken.
Weil ich würde ja gerne das andere machen. Ich würde ja gerne hier gegrilltes Fleisch machen, ne? Aber dafür ist ja Kochgrill erforderlich. Und den Kochgrill haben wir halt noch nicht. Was natürlich sehr schade ist. Weil er wäre schon nice to have. Wir essen mal eine Runde hier diesen Topf. Damit wir hier unten wieder Nahrung fertig kriegen und auch ein bisschen Flutsigkeiten zu uns nehmen. Weil das brauchen wir halt, ne? Weil hier, der braucht ja noch ein bisschen. Bis der komplett ready ist. Jetzt können wir draußen aber schon mal ein bisschen gucken gehen. Ja, wir können uns da zumindest mal umschauen, ob hier irgendwas in der Nähe ist. So wie es erstmal aussieht, sieht sehr ruhig aus. Okay, erstmal alles soweit gut. Dann gehen wir wieder runter an die Kochstation und gucken erstmal kurz, was uns, wie weit wir da schon sind. Weil ich sag jetzt mal so, weil der Graben macht ja keinen Sinn. Muss ich ganz klar sagen. Wir können uns nochmal kurz ein bisschen schlau machen und könnten überlegen, wann wir hier so eine Spitzhacke machen können. Ich könnte mir selbst solche Sachen herstellen. Selbstgebaute Schrotflinte? Ernsthaft? Wait a second. Also ich würde mal ein selbstgebautes Schrotflinte. Aber leider kann ich davon nur Stufe 1 machen. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf jeden Fall mal eine Schrotflinte. Weil ich glaube, die ist gar nicht mal so verkehrt zu haben, würde ich jetzt behaupten. Munition, kann ich denn auch Munition craften? Wo könnte ich denn Munition craften? Wenn nicht hier. Ja, bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Munitionstechnisch. Aber, Bonbondosenmine. Bonbondosenmine? Okay. Machen wir uns mal ein paar, Minen. Ist ja richtig geil. Das ist ja mal richtig awesome. Kann ich die auch einfach irgendwo platzieren? Also am besten da, wo ich selber nicht reinlaufe. Packen wir eins hier hin. Ich konnte doch gerade eben noch hier platzieren, wollte ich gerade sagen. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. So, dann müssen wir uns nur merken, dass wir da zwei Minen gesetzt haben. Ich gehe von aus, ich werde sowieso gleich wieder in 2 Minuten vergessen. Und dann werden wir wahrscheinlich auch selber da reinlaufen und wahrscheinlich auch daran zugrunde gehen. So wie ich mich kenne. So, hier draußen haben wir jetzt nichts weiter, ne? Ansonsten gucken wir jetzt nämlich packen wir uns oben wieder auf den Turm, wie wir es gestern gemacht haben. Ich weiß, es ist super uninteressant und gerade nachts ist es, glaube ich, extrem, also glaube ich, ist es spannend, draußen rumzurennen. Aber... ihr dürft ja auch nicht vergessen, es ist ja hier ein Projekt, es ist ja eine Challenge, die wir hier machen wollen. Sag mal, ich bin ja letztes Mal hier auch hochgekommen. Und daher werde ich mich jetzt nachts nicht unbedingt dahin bewegen, sag ich jetzt mal. Oder irgendwie, wie nennt sich das, in der Gefahr aussetzen. So, das heißt, leider Gottes werden wir uns jetzt hier wieder einbunkern. Wir werden jetzt nochmal kurz vorher was zu uns nehmen. Im besten Fall was... Naja, wir brauchen eigentlich nur Getränke. Wir brauchen nichts zu essen. Nehmen wir so einen kleinen Tee. Ja, und jetzt warten wir einfach ab, bis es quasi wieder kurz vor 4 ist, wo wir dann ein bisschen was machen können. So, okay, wir haben es jetzt kurz vor 4, beziehungsweise 3 Uhr noch was, ne? Aber wir haben ja auch noch ganz viel Stuff bei uns im Inventar. Das heißt, wir machen uns erstmal auch wieder leer. Weil den ganzen Kladderadatsch, den brauchen wir ja leider gar nicht. Was ich auch noch überlegt habe, ist, vielleicht können wir ja gewisse Sachen gar nicht herstellen, weil wir das in der Werkbank machen müssen. Und wir haben ja hier oben eine Werkbank. Heißt, wir können hier wahrscheinlich keine Teile herstellen? I don't know. Wir packen mal alles rein, was mechanisch, technisch irgendwie aussieht. Oder munitionsmäßig irgendwie um die Ecke kommt. So, weil wir haben jetzt noch 2 so eine Bömmchens. Wir haben noch Essen. Den Rest können wir eigentlich wieder unten hinschmeißen. Nee, warte mal, das Fleisch brauchen wir auch nicht. So, jetzt können wir den Rest mitnehmen. So, und das heißt, jetzt müsste es ja bald
zeitnah so sein. Noch mal ganz kurz oben, wie es hier in der Gegend aussieht. Erstmal noch soweit ruhig. Die Bomben, die wir gesetzt haben, ist auch leider noch keiner gelaufen. Leider. Ich würde halt gerne sehen, wie was passiert. Also was passiert, wenn. Wäre schon interessant zu sehen, wenn wir die Leute da irgendwie reinkriegen würden. Aber gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir es ja auch hin, dass wir Leute anlocken und die denn... Oder anders. Wir machen das bei der nächsten Mission, bei der nächsten Aufgabe, die wir haben. Genau, so machen wir das. Werden wir uns auch mit den Minen ausstatten. Ja, wir haben ja noch zwei Stück. Und werden dann Zombies ziehen, werden eine Mine hinlegen, werden davor noch eine Tür zumachen oder sowas. Und hoffentlich laufen die dann da rein. Und werden zerstückelt oder so. I don't know. Also wir werden sie auf jeden Fall durch irgendeine Enge treiben, wo sie halt in die Minen reinlaufen. Ja. Das können wir ja dann auch mal testen, ob die Minen nämlich dann in dem Fall wirklich so gut sind, dass die Zombies dann auch dafür drauf gehen. Weil, Hintergrund ist der, dass wir uns hier vorne nochmal so ein Labyrinth bauen, so ein Durchgangszwangmäßig machen, für den Blutmund. Ja, weil dann kommen die ja alle hier angerannt, weil die wollen mich ja dann haben. Und dann müssen die halt durch diesen Schlauch, sag ich jetzt mal, und überall sind da Minen drin, ne? Wenn die Minen quasi ordentlichen Flächendamage machen. Sollten natürlich jetzt nicht so viel Damage machen, dass quasi unser Labyrinth-Konstrukt dadurch kaputt geht. Das wäre nicht so gut. Müssen wir aber testen. Ja. Wenn die Minen natürlich jetzt, sag ich jetzt mal, wenn die Zombies irgendwie auf die Minen rumdancen, ohne dass ihnen was passiert, wäre das natürlich auch scheiße. Bin ich ehrlich. Ja. Aber gut, das werden wir ja dann sehen, wenn wir es denn testen konnten. Ja, da sehe ich halt hier auch gar keinen Zombie hier irgendwo in der Ecke, ne? Dass ich den mal hier anlocken könnte. Irgendwie mit einem Schuss oder so. Dass ich ihn irgendwie hier hinkriege und sage, guck mal hier, da ist eine Mine. Aber aktuell sehe ich halt hier niemanden, der hier rumrennt. Es war gestern, also den gestrigen Tag war es besser. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Als nächstes machen wir, also wir müssen wahrscheinlich wieder ein bisschen Ressourcen sammeln. Das heißt, wir gehen erstmal wieder Richtung Bäume fällen, vorsichtshalber. Damit wir uns auch das Labyrinth bauen können. So, gut, dann sammeln wir jetzt erstmal fleißig, bis wir wieder zum Händler gehen. Und ja. Schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Weg. Dankeschön, ich wollte den Stein nämlich mitnehmen. So, und dann gucken wir mal. Wir finden hier wirklich gar keinen Zombie, ne? Gar nichts. Also gar nichts ist... Doch, da ist einer. So, jetzt ist die große Frage. Wir können ja mal eine Mine nehmen. Die positionieren wir dann quasi... Hier. Hä? Lauf doch da drüber, Junge! So, komm du mal jetzt direkt auf mich zu. Ja, ja. Okay, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Aber er ist tot. Gut. Ich hatte gehofft, also nicht gehofft, aber ich habe gedacht, der zersplittert in alle Einzelteile, aber nö. War nicht so. So, und zum großen Abschluss werden wir jetzt diese Meute, die wir da vorne sehen, und das sind einige, werden wir jetzt kaputt machen. Warum sind diese noch so schnell unterwegs? Okay, Nummer 1. Nummer 2. Die hat sich was fallen lassen, sehr gut. Nummer 3. Oh, da hab ich gesessen. Sorry. Sonst nicht meine Art. Okay, der ist jetzt auch down. He's down, motherfucker, he's down. He's going down. I can remember. Okay, ist auch weg.
So, das bringt natürlich ordentlich XP. Alter, dass die auch die ganze Zeit die Köpfe verlieren, die armen Krankenschwestern. Denen geht's halt schon nicht so gut. Und dann auch noch so. Das, ist gar nicht mal so gut. Was haben wir denn hier? Kragen. Nee. Dann zerlegen wir die. Okay, cool. Damit haben wir jetzt die auch nochmal gecleared. Hat uns natürlich auch nochmal gut Erfahrungspunkte gegeben. Da haben wir natürlich auch gleich wieder einen Point bekommen. Oh, das war jetzt wie? Level 4, genau. Das heißt, wir müssen erstmal noch hier die Standkräftigkeit nochmal einmal leveln. So, wir können auch nochmal als nächstes nochmal ausprobieren, wie die Schrotflinte, die selbst gebaute, wie die sich macht. Ach so, wenn ich ziele, dann kostet es Stamina. Okay, das war fast. Schade. Ich hätte gehofft, dass das ein bisschen mehr Power macht bei ihm. Macht zwar auch Aua, aber trotzdem, zwei Schüsse finde ich, ist ein bisschen viel. Ist ein bisschen sehr viel an Munition, die ich verbraten muss. Das ist, weiß ich nicht, also, da bin ich bis dato kein großer Freund. Ich hätte da gerne ein bisschen mehr Bums dahinter, ähnlich wie mit der Mine. Die Mine ist zwar nice to have, aber ich hätte gehofft, dass die ein bisschen mehr Kabau macht. So, ne? Mit allem drum und dran. So, dann würde ich mal sagen, soll es auch für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke, wie immer gerne, dass ihr das Projekt soweit verfolgt. Lasst uns gerne wissen, wie wir das morgen aufbauen, in den Kommentaren, ne? Wie wir das Labyrinth aufbauen. Ob wir die Minen auch wirklich setzen sollen oder ob wir eventuell mit anderen Fallen arbeiten sollen. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, ne? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder morgen zu einer neuen Folge, 7 Days to Die, zu unserem Challenge-Projekt hier. Und bis dahin sage ich erstmal, reingehauen!